Oh, Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mod in der Dwarven Folge 51, blablabla, bla, Staffel 3, kennt ihr alles. Machen wir direkt weiter. Stoppuhr stellen. Ja, vergessen. So, komm, Stoppuhr, Start. So, 15 Minuten sind wieder dran. Die Burg, ne, die Burg. Jetzt kommen sie schon wieder alle angeritten, ne? Der König, der König, der König, der König, der König. Können wir den König machen? Können wir das? Ich will den König bekämpfen. Jäger, Rekrut, Fußsoldat, Reiter, Infanterie, Veteran 68. Oh mein Gott. Das hat gute Truppen. Ich greife ihn jetzt an. Der will nicht mit mir Frieden schließen. Komm, wir machen, wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen jetzt! Ja! 95 gegen 300. Ist doch scheißegal. Wir machen den einfach kaputt. Wir werden den König zerstören. König höchstpersönlich. Wenn wir den zerstören, den gefangen nehmen, ey, boah. Boah, das wird jetzt die Megaschlacht. Könige sind sowieso voll unterschätzt eigentlich. Voll, also voll überschätzt, meine ich hier. Die haben nur die Masse, ey. Aber der hat jetzt zwar Masse und Klasse, ey. Der hat gute Soldaten aber, und viel von denen, aber. Wenn wir die erste Wave besiegt haben. Oh Gott. Wenn so viele. Das ist eigentlich so dumm von mir, weil ich werde jetzt so viele Verluste haben, dass ich die Burg nicht mehr halten kann. Und dann. Ich denke, ich werde die Schlacht schon gewinnen, aber. Ich werde halt sehr viele Verluste haben, dass ich die Burg wieder verliere. Aber, wenn wir den gefangen nehmen. Und dann in der Burg einsperren, dann haben wir 11. Dann kriegen wir mindestens 11.000 für den müssten wir. Weil das Königreich von Wegi ist groß. Wenn wir das besiegt, wenn wir. Die müssten viel bieten für den. Also der König ist ja schon irgendwie teilweise wichtig. Aber nur teilweise. Weil der trifft ja alle Entscheidungen. Ja, das war's schon. Ich will den jetzt noch nicht angreifen, weil meine Soldaten sollen ein bisschen schießen. Boah. Ich komme da nicht durch wegen den ganzen Sperren, da will ich nicht reinlaufen. Oh, schon das Ende des Schlachtfeldes. Ah. So viele Leute, oh Gott. Oh Gott. Ich schicke meine Leute zum Angriff. Meine Leute sollen angreifen. Oh Gott. Töte was, André, töte was. Ah. Viel Glück, Männer, viel Glück. Es wird eine sehr entscheidende Schlacht sein. Eine sehr, sehr entscheidende. Kämpfen wir schon. Ich hatte doch zum Angriff gebeten, oder? Hör auf, mein Pferd zu attackieren. Oh Gott. Ja, hört alle mal bitte auf, mein Pferd. Oh Gott. Na, da haben wir schon einen Bewusstlosen. Oh Gott. Oh Gott, die hauen wieder alle auf ein, ey, die sind so im Massenvorteil. Aber wir haben ausgebildete Truppen, die zwar auch, aber. Oh Gott. Nicht alle auf einen Nordhus, Karl, das ist unfair, Jungs. Merkt ihr das nicht? Der kann doch gar nicht zurückschlagen. Ich würde mein Pferd jetzt ungern verlieren, weil da kommen noch so viele Leute. Ja, ein Nordhus, Karl ist tot, können wir auch nichts machen. Tapfer gekämpft, mein Freund. Noch einer. Gott, ich habe schon gedacht, wir haben sehr viele getötet. Deswegen wollte ich mich jetzt auf die nächste Wave konzentrieren. Oh Gott, wieder sterben schon so viele. Und so Nord, alles wieder Nordsleute. Okay, ich habe ja eigentlich auch Nordsleute. Egal. Das hier sollten aber schon über 100 gewesen sein, diese Wave, ne? Wenn ich ehrlich bin. Getötet von die Könige. Ja, wo Gleck, ey. So viele sind das gar nicht mehr. Eine nächste Wave ist gar nicht so groß. Gut, ich will den ablenken, bis meine Leute sich wieder formieren und jetzt angreifen. Oh, Pflanze. Gut, ich kümmere mich dann wieder um den Trupp hier. Meine Leute sollen erstmal die Kavallerie töten. Die sind stark.
Wissen wir ja alle. Ah! Wenn danach noch 70 haben, können wir vielleicht noch irgendwas verteidigen, aber. Sieht ja gerade nicht so gut aus. Viele Nordhus-Karls sterben und die carryen ja die ganzen Games hier. Komm, stirb! Mann! Fick mit euch! Hört auf, mein Leute zu töten! Ach, komm schon. Weg mit euch! Auf damit! Ich krieg's nicht geschissen zu schlagen. Ach, komm, stirb, Alter! Als ob jetzt so viel alle aushaltet, ey. Das war eine Schlacht, wenn wir den haben, dann war es alles wert, ey. Wir haben Verstärkung, perfekt. Oh! Im Sprung, nice. Stirb, 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 mein Freund! Wir haben keine Kavallerie mehr, wir haben Verstärkung. Perfekt. Sieht gut aus. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das sind jetzt schon mindestens 200, die hier angekrochen gekommen sind, oder? Müssten. Müssten eigentlich. Ja, jetzt sehen wir noch grüne Texte. Okay, doch nicht. Der Meisterbogenschütze ist tot. Oh, da muss ich wieder viel neu rekrutieren. Aber es sollte klappen. Es sollte alles passen, wenn wir den haben, ja. Wenn wir den gefangen nehmen. Puh, Respekt. Fakt, sie flüchten schon. Dann gibt's gleich wieder eine neue Schlacht. Ach, oh, sehr gut, Truppen. Es war gut. Mindestens 15 Verluste. 11, nur 11. Boah, wir haben noch 74 Leute. Oh Gott, oh Gott. Und der hat noch 163. Jetzt schwören können, wir haben gegen mindestens 200 gekämpft. Aber wir haben jetzt auch mehr Starttruppen. Das heißt, die 163 sollten kein Problem mehr für uns sein. Vielleicht 5 Verluste. Und dann haben wir insgesamt ja noch 70. Das passt eigentlich. Oh, finde ich das gerade geil hier so im Wald. Also so im Schatten. Warten wir so auf die Gegner. Nice, ey, wenn wir den König nicht haben, ey, dann reg ich mich auf. Wenn wir ihn haben, oh mein Gott, ey. Das wäre so göttlich. Sehen die überhaupt was hinter diesem blöden Baum da? Ne, die sind ja voll eingeschränkt dann. Also schicke ich hier noch ein bisschen nach vorne. Weil ich würde gerne alle Bogenschützen schussfähig haben, weil das wird jetzt eine große Schlacht. Ich fang schon mal an. Ich fang an. Jetzt geht es los. Oh, der Baum ist aber auch sehr schön, ja. Jawohl, da steht es 1-0 für uns. Oh, schön das Pferd weggehauen. Oh mein Gott, ich habe schon so viel Schaden wieder gefangen. Hätte ich mal am Anfang gucken sollen, wie viel Schaden ich überhaupt insgesamt schon gefangen habe. Vom vorherigen Kampf, weil es war ja auch nicht gerade wenig, glaube ich. Das ist deren Befehlshaber, aber warum läuft er so weit hinten rum? Ja. Ach, sieh mal einer an. Wenn der König tot ist, dann wird irgendein Random aus der Truppe zum Befehlshaber gemacht und läuft dann auch so hinten rum wie der Posse-König. Ja, nice. Dann haben wir den schon mal tot. Klingt komisch, ist aber so, meine Freunde. Sieht gut aus. Ich hoffe, ja, meine Leute sind auch zum Angriff geschickt worden. Perfekt. Ich lenke hier alle ab und töte dabei noch viele Leute. Boah, das war knapp. Ich hätte nicht durch die, am Baum vorbeilaufen sollen. Weil wenn ich da angehalten sehe, ist nicht so gut für mich aus. Ja, perfekt. Jetzt kommen noch meine Truppen dazu. Ich lenke immer noch voll viele ab. Ja, der kriegt auch nochmal Verstärkung. Oh, Leute, nicht sterben, bitte. Es sind zwar viele, aber ich lenke so viele ab. Oh Gott, guckt euch den an. Ja, der ist auch tot. Volltrottel. Oh, was für eine Schlacht, ey. Was für eine Schlacht. Was machen die denn jetzt? Wollen die alle flüchten, oder was? Flüchten ist hier nicht, ihr Pussys, ey. Hier wird gekämpft wie Männer. Oh Gott. Sind das ernsthaft noch so viele?
Sind das ernsthaft noch so viele? Komm, ich will dich tot sehen. Ich will dich tot sehen! Ob du jetzt so viel aushältst, mein Freund, als ob du jetzt so viel aushältst. Das ist dein Schwert, dein Pferd. Ja, das Pferd ist auch noch weg. Du auch noch, oder was? Weg mit euch, ey. Ah, der König hat so viele starke Truppen, ne? Das ist echt nicht mehr schön. Man sieht schon, das sind alles nicht diese Bauern da. So wie der hier. Das sind schon stärkere Leute. Aber meine Truppen schlagen sich gut. Ich bin stolz auf meine Truppen. Oh Gott, noch mehr? Ernsthaft? Oh Gott, so ein Ritter. Scheiße. Oh, das wird wieder ein langes Rekrutieren und Aufbauen. Das neue Aufbauen von Truppen. Es wird wieder etwas länger dauern. Die Burg werden wir dann halt natürlich, wie schon gesagt, auch verlieren, aber... Wir brauchen den König. Wenn wir dann schnell wieder neue Truppen bekommen. Weil wir haben ja eigentlich sehr viel Ausbilder. Ich glaube, der ist auf 7. Dann sollten wir... Vielleicht gibt es ja auch so insgesamt einen ganz guten Vorteil. Vielleicht bringt es ja nicht nur Geld, den zu verkaufen. Ich denke, das bringt auch einen guten Vorteil. Weil die Leute wissen dann nicht mehr, was sie tun sollen. Sie brauchen halt so einen neuen König halt. So einen Vertretungskönig. Mal sehen, wie das dann so insgesamt auf die Burgen wirkt. Ob man die dann leichter erobern kann. Ob man... Wir haben es. Ja, ob man die dann... Ob die dann leichter zu verteidigen sind und so. Mal sehen. Waren das bitte alle? Oh Gott, noch eine Schlacht. Noch eine Schlacht, aber wir hauen drauf. Jetzt gibt's keine Gnade mehr. Oh. Steht die Folge jetzt aus 11 Minuten Schlacht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber... 11 Minuten Schlacht gegen den König. Hätte man auch als Folge 50 machen können, ne? So Special, alles auf den König. Aber ich denke mal, wir sind relativ stark. Mit 95 Truppen gegen 333. Waren es, glaube ich. Haut schon gut rein. So viel Erfahrung wir jetzt gesammelt haben, Burgen. Oh Gott, an wie viele Bogenschützen, Erinnert mich an meine alten Zeiten, ja. Auch in die Bogenschützen. Und dann so 10 Trüppchen da, Schwertkämpfer. Einfach schon die Schlacht vorm Beginn gewonnen. Naja, das war noch schön. Aber darauf können wir jetzt nicht mehr setzen. Obwohl es taktisch klug ist. Aber gegen die Reiternation würde man halt stark verlieren, weil die rennen ja einfach auf einen drauf und da hat man ja keine Zeit, 10 Minuten rumzustehen. Ja, die Zeit gibt's nicht. Und alles wegzuhauen. Weil die Reiter sind schneller. Aber egal. Wir haben den König. Aha! Da, mein Freund. Mein Freund. Bitte. Ich bete zu Gott, dass wir ihn kriegen. Toll. Er ist geflohen. Als ob der jetzt geflohen ist, ey. Fuck, ey. Gott, wir haben noch 12 Fuskar, ne, 15. So, 17. Als ob der jetzt geflohen ist. Da. Holt ihn euch, Mann. Na, jetzt holen die sich das wieder. Gut, kann ich jetzt nichts mehr tun. Blöd. Blöd. Sehr blöd. Och, meine Maus. Tu mir das nicht an, Maus. Oh, da ist er sogar, der Fürst der Burg. Können wir das verteidigen? Wollen wir das mal verteidigen? Gut. Okay, ich beende jetzt die Folge. Die nächste Folge gibt es dann die Verteidigung von der Burg hier. Gucken wir mal, wie lange wir das halten können. Einfach aus Spaß. Das motiviert die Truppen ja auch. Ausgezeichnet ist die Moral. Bei den meisten. Außer bei denen hier.
Egal, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei der Verteidigung der Burg Dercios, genau. Ja. Ich bin zu dumm für den ganzen Namen hier, aber egal. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Habt noch eine schöne Zeit bis zu dieser Folge. Wir sehen uns dann. Ciao.